Und jetzt zeige ich dir einfach mal kurz die Programme, die es jetzt gibt. Muss ich schnell mal schauen, wo die sind. Hast du den Wechsel jetzt mitgesehen? Seht ihr jetzt Affiliate-Produkte? Gut. Also ich habe eine Seite, auf der befinden sich die Digistore Links. Das schicke ich dann jedem zu, der Interesse hat, das mit anzubieten. Und du musst hinter diesen Digistore Link einfach nur deine Digistore-ID setzen. Zeige ich dir auch, wo du die findest. Seht ihr jetzt alle Digistore? Ja. Ja, hier oben steht die Digistore-ID. Also hier oben steht meistens dann dein Name oder irgendwas, was du mal beim Anmelden bekommen hast. Das Anmelden ist total easy. Wenn du nicht weißt, wie das geht, meldest du dich einfach bei mir. Und diese ID nimmst du hier oben und setzt die einfach nur hier hinten dran. Wenn du jetzt die Trainings weiterempfiehlst mit diesem Link, dann kommt die Person einfach nur auf die Verkaufsseite und merkt nicht, dass du noch dazwischen geschalten bist. Ja, wenn die deine Empfehlung jetzt bucht über deinen Link, bekommst du automatisch die 25% auf dein Digistore-Konto und ich die 75%. Und wir bekommen, glaube ich, beide eine E-Mail. Es macht dann bei uns beiden Katsching. Ich übernehme den Rest, ich mache das Coaching und du freust dich einfach. Und der Weg dahin, also genau, das sind die verschiedenen Coachings. Das eine ist hier der Tagesstart, das Erfolgsmindset. Da lade ich alle zu ein, die Affiliate machen möchten, damit auch du jeden Tag die Möglichkeit hast, dir so ein Mindset-Video anzuschauen und auch in ja, deine Stimmung, deine Laune, deine Energie aufzubauen. Und alle, die es wirklich auch ernst meinen und das im Affiliate-Programm mitmachen, die lade ich auch in mein großes Mindset-Training ein, dass du auch, wenn du das möchtest, da lernen kannst, wie ich coache, ja, wie ich ticke, damit du mich kennenlernst. Weil eigentlich wollte ich die Programme nur meinen Kunden anbieten, weil nur meine Kunden wissen, wie ich coache. Und jetzt aufgrund dieser aktuellen Zeit, viele sind zu Hause, haben aber vielleicht noch kein Coaching bei mir gebucht, lade ich dich eben gerne ein, mich da kennenzulernen und auch im Anschluss an dem Training einfach ein paar Fragen zu stellen. Also diese zwei Sachen solltest du besucht haben bei mir, um mich weiterempfehlen zu können, damit du auch weißt, wie ich so ticke. Genau, dann gibt es das E-Book Coaching. Da habe ich jetzt gerade den Preis etwas reduziert. Also nicht wundern, du bekommst halt dann immer 25% von dem Preis, mit dem der Kunde bezahlt hat. Ja, wenn ich dann mal eine Aktion mache und der Preis reduziert sich etwas, reduziert sich auch einfach deine Provision. Dann gibt es ein Marketing-Coaching, wo ich meinen Kunden helfe von der Positionierung, vom Businessplan, Expertenstatus, also wirklich vom Fundament bis zum Vertriebskonzept, bis zum Funnelaufbau, bis zum Kundenmagnet. Da bekommst du auch 25%. Dann gibt es noch ein größeres Training. Da wird dem Kunden viel abgenommen. Also da gebe ich viel auch ab an andere Assistenten und Mitarbeiter, die viel schon ausarbeiten, die ganzen Homepages machen, die ganzen Funnels machen. Deswegen, weil hier mit diesem Training viel ausgelagert ist, ist hier die Provision dann 10%. Ja, aber alle anderen haben 25%. Und wenn du mich hier im Tagesstart und im Mindset-Training dann wirklich kennst, dann kannst du auch dir vorstellen,
wie ich E-Book, Taschenbuch-Coaching mache, Marketing-Training und das große Training, wo der Kunde wirklich alles bekommt. Also schlüsselfertige Homepage, Funnel, die Verlinkung zu Digistore, wo es bei dem Kunden wirklich Katsching macht. Genau. Und habt ihr dazu schon mal Fragen, ihr Lieben? Weil das sind quasi die Trainings, das sind die Produkte, um die es geht, ja, die man weiterempfehlen darf und mit seiner Digistore-ID dann auch direkt die Provision zugeschrieben bekommt und einmal im Monat die Auszahlung bekommt. Das ist wirklich ganz schön. Wenn man bei Digistore jetzt drin ist, dann kann man das sehen, wenn ich dich jetzt vermittle, ne? Genau. Genau, ich sehe hier was. Nummer setze ich schon dahinter, aber was ich nicht verstehe, ist, Anne, wenn ich die Nummer dahinter setze, ich verkaufe das jetzt. Kann ich generell überall die Nummer dahinter setzen? Deine ID? Irgendwie verstehe ich das noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Du setzt deine ID hinter diesen Link. Das ist der Affiliate-Link. Und da muss jetzt die ID von dir, du bist jetzt der Affiliate-Partner dahinter. Das ist klar. Damit Digistore weiß, okay, jetzt gehen 25% an Heike und 75% an Anne. Und ich sehe das auch in den Transaktionen. Ich kann dann auch reinschauen, welcher Affiliate hat wie viel verkauft. Also das heißt, ich verkaufe jetzt dein Programm, ich gehe bei Digistore rein, Manuela möchte das kaufen und ich setze dahinter einfach meine Nummer. Genau, also du solltest dir diese Links alle abspeichern, überall deine ID dahinter schreiben und dieser Weiterempfehlung dann einfach nur schicken. Und so. Damit hast du schon alles beantwortet. Das war eigentlich das, was ich wissen wollte. Ich habe es nur kompliziert rübergebracht. Okay. Einfach sagen, ich war bei Anne im großen Mindset-Training, habe ich das und das gelernt. Schau mal, das ist eine gute Grundlage, auch für deine Kunden. Ja, dieses Mindset-Training ist wirklich für Coaches auch geeignet. Ich werde es bald als Ausbildung anbieten. Und dann schickst du ihr den Link mit deiner ID hinten dran und dann bucht sie über deinen Link. Ja, und du musst nichts mehr machen, keine Rechnung schreiben, auch nicht. Das heißt einfach nur diese, dass ich die alle abspeichere und ihr das dann rüberschicke, ne? Genau, okay. Aber du schickst jetzt einer Person nicht 5 Links, weil du schaust einfach, für was interessiert sie sich vielleicht, was braucht sie jetzt, braucht sie jetzt Marketing oder will sie ein E-Book schreiben und dann schickst du nur diesen einen Link. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich wusste nur eben nicht mit den Links. Wie mache ich das genau, jetzt? Klar, also wenn ich dieses, gespeichert habe, brauche ich nur die Nummer dahinter und kann es dann ihr rüberschicken. Diese Landingpage mit den Links, die schicke ich dann auch allen, die wirklich Affiliate sein möchten, die es wirklich ernst meinen, weil wir sprechen auch gleich noch über die Sachen, die man dafür tun kann, um Verkäufe zu machen. Und dann bekommst du diese Landingpage. Genau. Diese Page schickst du nicht weiter. Die ist nur für dich, weil ich dann dort immer vielleicht Aktualisierung vornehme oder ein neues Produkt draufstelle. Dann kriegst du es immer mit. Und diese Links speicherst du dir einfach nur ab und schickst es jemandem weiter. Ja. Ja? Und das ist wirklich ganz einfach. Jetzt gucke ich nochmal. Genau. Das heißt, du stellst es nicht generell in Digistore ein als Produkt, sodass man praktisch die Verkaufsseite in Digistore sieht und die Affiliate-Seite wie normalerweise, sondern es ist praktisch in Digistore versteckt. Ich habe es genau noch nicht auf Digistore offiziell. Es ist über Digistore buchbar, aber du findest es eben noch nicht auf Digistore. Okay. Weil ich möchte es erstmal wirklich für uns Frauen behalten. Wir sind eben die Business Power Frauen Community und ich möchte nicht, dass fremde Menschen, die einfach nur damit Kohle machen wollen, sich da dranhängen und mich gar nicht kennen. Ja, ich möchte es wirklich den Frauen geben, die sagen, ich kenne dich, ich finde das gut, was du machst, ich empfehle dich gerne weiter und dann hast du auch. Ich auch ein Leben mit dir verbinde, ne? Ja, weil ich möchte es wirklich nicht, dass irgendwelche Leute das jetzt nur als Affiliate in Massen rausschmeißen und gar nicht wissen, was
was, um was es geht. Weißt du? Das ist ja, verstehe. Ja? Ich dachte nur, weil dann hätte ja, wenn Heike danach fragt, nach wie sie diesen den Digistore Link sich machen kann, den hätte sie ja dann, wenn sie die Verkaufsseite, wenn du da jetzt promoten klickst, dann kriegst du immer den richtigen Link. Deswegen meinte ich nur, hätte sie den Link ja gleich automatisch gehabt. Aber genau, das ist richtig, Carola. Danke für den Einwand, aber das müssen wir jetzt in dem Fall nicht machen. Ja, ja. Kopiert euch das einfach nur von dieser Landingpage, okay. Setzt deine ID dahinter und es funktioniert genauso. Okay. Ja. Genau, jetzt zeige ich euch noch die Möglichkeit, dass du, wie du quasi zum Kunden, ja, was du machen kannst, um eben das weiterzuempfehlen. Oder, ihr könnt auch gerne was sagen, was ihr euch jetzt so vorstellen könntet, wie man jetzt weiterempfehlen könnte, dass man Verkäufe hat, um eben einen so einen Link weiterzuschicken. Ja, weil der Link ist quasi jetzt deine Buchungsseite. Aber was passiert jetzt dazwischen, damit du erfolgreicher Affiliate bist? Was glaubst du, was könnte man tun? Hat jemand eine Idee? Seine eigenen Businesskunden anzuschreiben. Weiß ich nicht, ob man das darf der heutigen Zeit. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, das darf man schon. Also eine E-Mail mit, also eine persönliche, individuelle E-Mail darf ich überall hinschreiben. Mhm. Ich darf nur nicht einfach Massen-E-Mails machen. Mhm. Ja, kann ich einfach Newsletter verschicken. Gut, vielleicht ein paar Postings machen mit irgendwelchen, also praktisch irgendwelche Stückchen mir so nehmen und sagen hier bla bla bla, irgendwie was, mein Set sowieso, und das mal posten und dann noch was posten und dann sagen, oh, das habe ich hier in einem ganz tollen Coaching gelernt, wenn du das auch machen möchtest oder Interesse hast, dann schickt mir eine Direct Message oder so. Ja, super. Und dann schicke ich dir den... Gruppe, das live machen. Zum Beispiel, oder eine Story oder so. Und das dann... Ja. Super, das sind schon gute Ideen. Genau, weil du musstest im Prinzip einen Weg finden, einen Weg, der für dich stimmig ist. Also erste Voraussetzung für Affiliate ist, dass du selbst davon begeistert bist. Ja, dass du wirklich dahinter stehst und sagst, ja, das finde ich gut. Das finde ich, das hat die Welt jetzt gebraucht und verdient und das kann helfen. Also, dass du wirklich begeistert davon bist, dass du das nicht nur machst, weil du jetzt irgendwie schnell Kohle willst. Weil das merken die Leute. Du darfst wirklich da wirklich auf dein Herz hören und überlegen, finde ich das jetzt wirklich gut, kann ich das wirklich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ja, das ist Punkt 1. Der muss sich stimmig anfühlen. Sobald du merkst, ja, ich habe ein blödes Gefühl, ich möchte damit eigentlich nur Kohle machen, aber ich möchte nicht rüberkommen wie eine Verkäuferin, die es jetzt nötig hat und nebenbei noch Geld verdienen muss. Ja, sobald du solche Gefühle hast, dann lass es bitte sein. Also wirklich nur, wenn es sich gut anfühlt. Und wenn es zu deinem Produkt zum Beispiel passt, wenn es dein Produkt ergänzt, wenn es dir nicht wehtut oder ja, wenn es einfach passt. Genau, weil dann hast du die Möglichkeit, dass du einen Weg findest, der für dich authentisch ist und auch nicht so aufwendig ist. Also ich würde mal sagen, als Affiliate sollte man schon mindestens mit vielleicht eine Stunde pro Tag rechnen, weil du müsstest mit diesem Produkt auch regelmäßig sichtbar sein. Ja, das darf sich deswegen auch nicht mit deinem Produkt wehtun, weil du musst, wenn du selber Unternehmerin bist, mit deinen Sachen sichtbar sein. Du musst einen Weg finden, wie du auch noch mit diesem Produkt sichtbar sein kannst. Es gibt Menschen, die leben nur von Affiliate. Das heißt, die suchen sich auf Digistore
irgendwelche Produkte raus, da eine Meditation und da ein Coaching und das. Die suchen sich so 10 Produkte raus und posten die immer und immer. Und die leben nur von der Provision. Ja? Das sind die sogenannten Affiliates. So, und dieses Business Power Frauen Training wäre für dich jetzt auch ein Einstieg, das mal kennenzulernen. Vielleicht merkst du am Ende, wow, das läuft gut oder das läuft gar nicht, aber das andere läuft besser oder das passt zu mir oder du bist selber Coach und merkst vielleicht, Mensch, so ein Affiliate-Programm, das will ich selber auch. Ich schaue mir das jetzt bei der Anne an, wie die das macht, Business Power Frauen Affiliate-Programm und mache das dann selber. Das ist alles erlaubt, okay? Ich bin für offen, das ganze Wissen, was du hier vermittelt bekommst, darfst du alles eben weitergeben, auch für dich nutzen, im Sinne von weiterwachsen und im Sinne, ja, zum Wohle des großen Ganzen. Du bist einfach großartig, Anne. Ja, danke schön. Ihr seid ja auch toll. Sonst würde ich das auch nicht machen, ihr Lieben. Genau, also finde einen Weg, der für dich authentisch ist, wo du dich wirklich wohlfühlst, dich nicht verbiegen musst und dass du dich auch nicht komisch fühlst. Ein Beispiel, ich wurde mal angesprochen und sollte so Sprühflaschen auch anbieten, verkaufen. Ich wurde immer ganz viel angesprochen, als ich noch im Hotel Victory arbeitete, weil ich da eben viel Kundenkontakt hatte. Und ich hatte dieses Spray für mich und für meine Tochter gekauft und habe gedacht, ja, dann biete ich es halt auch noch mit an und verdiene was mit. Es hat aber nicht geklappt, weil ich nicht hinter diesem Produkt stand und weil ich es nicht wollte. Ich wollte nicht mein Hotel vertreten und dann zu den Menschen irgendwie nebenbei diese Flasche rausholen. Ach, und übrigens, diese Flasche hat mir und meiner Tochter geholfen, wollt ihr das auch? Das hat nicht gepasst. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und so habe ich von solchen Sachen einfach immer Abstand genommen. Und momentan bin ich bei der Kurt Tepper Wine Collection dabei und nutze auch dort die Produkte und biete auch diese an. Das ist das Einzige, was ich in diesem Bereich jetzt an Erfahrung habe. Und mit diesem Affiliate-Programm hast du eben die Möglichkeit, einfach nur im Gespräch mit anderen Menschen, wo du merkst, die brauchen jetzt Marketing oder die brauchen jetzt ein Taschenbuch oder die braucht jetzt ein Mindset-Training, einfach zu sagen, weißt du was, ich bin da bei der Anne im Coaching, ich schicke dir mal den Link, schau dir mal die Verkaufsseite an. Ja, dann kommen sie auf die Verkaufsseite mit einem Erklärvideo von mir, können sich dann entscheiden, ob sie es buchen wollen. Du kannst natürlich auch nachfragen oder nachhaken und quasi schauen, ob derjenige sich die Zeit schon genommen hat, nachgeschaut hat. Also wirklich auch nochmal da als Zwischenberaterin oder Freundin oder Kundin eben dazwischen sein. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, es gibt einen You Can Book Me Link, den du der Person auch schicken kannst, wo die Person auch bei mir gratis, jetzt höre ich mich doppelt, ein gratis Strategiegespräch oder eine gratis Beratung buchen kann. Ja, das ist der You Can Book Me Link. Den kann ich euch noch schnell zeigen. Den kennen auch sicher viele schon. Hier ist er nicht. Hier war das jetzt. Genau, also das ist der Kalender. So sieht das von innen aus. Da kommen eben diese Fragen. Was möchtest du mit Anne besprechen? Wer oder was bist du? Und jede Person, so sieht der Fragebogen aus bei deinem Kunden dann. Jede Person, die mit mir ein Strategiegespräch macht, die frage ich dann eben, über wen bist du gekommen? Ja, dann weiß ich schon, aha, sie hat jetzt ein Beratungsgespräch bei mir gehabt von Michaela oder von Heike oder von Anja. Und dann würde ich ihr im Anschluss dann auch deinen Digistore-Link schicken. Oder du hast
bleibst auch dran und fragst, Mensch, meine liebe Freundin, wie war denn das Gespräch mit Anne? Hat dir das gefallen? Wenn ja, schicke ich dir hier noch meinen Link zu. Ja, wichtig ist eben, dass diese Interessentin, diese Freundin oder wer auch immer, dann über deinen Link bucht. Ja. Ja? Und ich stelle das sicher, indem ich bei jedem Gespräch frage, ich jetzt weiß, die kamen nicht durch mich, durch wen bist du auf mich aufmerksam geworden? Oder du schickst mir selber schon die Info an, ich habe gerade mit einer gesprochen, ich habe ihr den You Can Book Me Link geschickt, wenn jetzt bald eine Anita bei dir bucht, die ist von mir, ja, und dann weiß ich das schon. Mhm. Und so funktioniert das alles eben automatisch. Genau, also das wäre einmal die Möglichkeit über das ganz normale Gespräch und der Einladung zu einem kostenfreien Beratungsgespräch. Dann geht es schon zur Buchung. Du stehst immer dazwischen und kannst auch immer beraten. Also als Freundin bist du glaubwürdiger als ich in dem Moment oder als Person, die mich jetzt schon kennt. Ich kann quasi nur mich dann noch darstellen, dass deine Freundin schauen kann, ob sie mit mir gut klarkommt, ob sie meine Art und Weise überhaupt mag. Ne? Denn das ist im Coaching ganz wichtig. Ja? Also da achte ich auch drauf. Und wenn ich auch merke, jemand möchte ein Coaching, aber ich merke, da ist dieses Gefäß einfach zu. Da komme ich nicht rein, da kann ich nicht helfen. Dann lasse ich es auch sein, weil ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich wirklich eine hohe Erfolgsquote habe, dass ich wirklich jeder Frau, die Hilfe sucht, auch helfen kann. Und das beginnt eben vor dem Coaching. Das eigentliche Coaching ist bereits schon vor dem Coaching. Das wissen viele nicht. Die Andrea nickt auch, die weiß Bescheid, ja. Und deswegen ist auch deine Arbeit in diesem Moment auch schon ganz, ganz wichtig und wertvoll. Wenn du jemanden hilfst, dass er sich damit auseinandersetzt und überlegt, bin ich jetzt bereit, Zeit und Geld in mich zu investieren und vielleicht was Neues auszuprobieren oder ein neues Marketingkonzept zu machen oder mein Business komplett jetzt umzustellen, ja, da passieren Gedankenprozesse in dem Moment bei der Person, sodass die meiste Prozessarbeit schon vor dem Coaching passiert ist. Und deswegen kriegst du auch 25% Provision, weil du einen großen Beitrag dazu beigetragen hast. Ja? Und diese Provision ist jetzt am Anfang, die werde ich später wahrscheinlich etwas reduzieren. Aber alle, die jetzt von Anfang an dabei sind und mitmachen, behalten die 25% ihr Leben lang. Wenn du zum Beispiel 3-4 Verkäufe im Monat machst, dann wirkt sich das schon enorm auf deine Einnahmen aus. Genau, die andere Sache ist eben, dass Social Media Präsenz durch Facebook oder Instagram. Ich würde nicht mit zu vielen, nicht noch jetzt Pinterest und TikTok und dies und das, wirklich nur vielleicht mit 1-2 Sachen anfangen. Instagram kann man halt super mit der Facebook-Fanpage verbinden. Dann hast du gleich zwei Sachen mit einem Post bearbeitet. Und da würde ich jetzt auch keine überprofessionellen Canva-Bilder machen oder überprofessionellen Fotos machen, sondern einfach nur so authentisch echt berichten, wie es gerade von euch jemand auch gesagt hatte. Mir ging es eben so und so, also irgend so einen Panikpunkt erwähnen. Ja, es gab eine Zeit, da ging es mir mal so und so und da wusste ich nicht, soll ich jetzt dies, soll ich das? Und dann hatte ich mir einen Mentor zur Hilfe genommen oder einen Coach, da habe ich das und das gelernt. Und jetzt geht es mir, weil jetzt bin ich ja am Ziel, jetzt geht es mir so und so. Ja, und diese Erklärung, die muss halt auch authentisch sein. Also da muss auch bei dir wirklich schon ein bisschen was passiert sein, dass du es auch authentisch rüberbringen kannst. Deswegen lade ich euch alle meine 2 Mindset-Trainings ein, weil da passiert das meiste. Ja?
Und erst wenn bei dir was passiert ist, fängst du an, es weiter zu empfehlen. Nicht vorher. Wenn ich sehe, dass jemand jetzt durch mich auch noch keine Ergebnisse hat, aber das schon so postet und so tut, werde ich diejenige bitten, noch ein bisschen damit zu warten, dass das auch wirklich authentisch und ehrlich ist. Genau, und dann postest du eben, jetzt habe ich das und das und mir geht es jetzt gut oder ich habe mehr Zeit für meine Kinder oder sogar meine Kinder sind jetzt entspannt oder die Welt ist auf einmal viel schöner oder was weiß ich. Ja, dann postest du eben, und wenn du auch in so einer Situation steckst oder das auch ändern möchtest, dann schreib mir eine Nachricht. Ja, also nicht unten gleich dann dein Digistore-Link posten. Das wäre schön, wenn es so einfach und schnell wäre, aber das funktioniert leider meistens nicht. Also wir müssen da noch eine kleine Zwischenstation einbauen und das wäre eben einfach, schreib mir eine Nachricht, ja? Weil das klingt einfach ehrlich und echt. Dann schreibt mir vielleicht diese Person eben eine Nachricht, du Heike, mir geht es ähnlich und hat mir das wirklich geholfen und wie ist denn das? Und dann kannst du sagen, ja, geh mal hier bei der Anne da in Tagesstart zum Beispiel und dann richte ich diese Kundin quasi immer auf und aus. Und dann kannst du vielleicht noch ergänzend dazu ein Produkt von dir dann anbieten. Ja, du darfst es auch kombinieren. Und das ist der Weg. Also das wirklich als Ergänzung sehen und dass wir da schön zusammenarbeiten. Und auch wenn du eben Fragen hast zu Formulierungen wie es Marketing, werde ich einmal im Monat einen Affiliate-Zoom-Call anbieten. Auch gratis, kostenfrei jetzt am Anfang, damit ich auch dich begleiten kann und sehen kann, was hast du für Fragen, was sind die Herausforderungen. Und alles, was du dabei lernst, das wird dir auch für dein eigenes Business viel beitragen. Ja, das wird auf jeden Fall auch für dich wirklich viel bringen, dass du auch mit dem Social Media und Posten auch für deine eigenen Produkte besser werden kannst. Ja. Habt ihr dazu noch Fragen, ihr Lieben? Bei der monatlichen, bei der Tagesausrichtung, ja, das ist ja ein monatlicher Beitrag. Genau, das kriegst du auch monatlich. Mhm. Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis. Es gibt ein Training, das ist monatlich. Das heißt auf Digistore Abo, ja. Und das steht jetzt gerade eben bei 66 € im Monat. Das heißt, da bekommst du immer an dem Tag der Buchung die 25%. Wenn du zum Beispiel wirklich viele, viele solche Abos weiterempfiehlst, dann baust du dir wirklich ein regelmäßiges passives Einkommen auf. Weil ich werde das lange haben, weil dieser Tagesstart, das ist mein Morgenritual, einfach wichtig ist für mich und für meine Kunden. Und du dir damit wirklich auch ein passives Einkommen aufbauen kannst. Es ist zwar am Anfang, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, bei 66 €, am Anfang jetzt nicht ganz so viel, aber du siehst dann, wie es wirklich monatlich eben steigt. Ja, und die Hemmschwelle, jetzt jemanden was für 66 € zu verkaufen, ist eben kleiner als was für 4.000 €. Mhm. Ja, oder jetzt das E-Book steht jetzt gerade bei 990 €, genau. Was ist, wenn ich jemanden für den Tagesstart motiviert habe und der trägt sich ein, der macht mit und kommt dann im Laufe der Zeit und sagt, okay, ich mache jetzt noch ein anderes Paket dazu und sich dann aber direkt bei dir meldet, dann falle ich raus sozusagen aus dieser Etappe da. Weißt du, was ich meine? Das ist eine gute Frage. Ja, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also wenn er über deinen Digistore-Link bucht, ist es ganz klar. Ja, genau. Mhm. Mhm.
wenn die Person jetzt vielleicht dann durch mich bucht, könnten wir uns vielleicht einigen auf die auf eine Halbierung der Provision, würde ich vielleicht sagen. Denk ja. nach, weil jetzt nur nochmal, ist mir gerade so gekommen. Ja, denk ja. drüber nach, wie du es machen möchtest. Also aber muss jetzt keine abrupte Antwort sein, nur dass, ja. dass es für dich auch gut ist. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Würde passen, weil jemand hat sich Mühe gegeben. Ich habe eine Neukundin, zum Beispiel jetzt durch, ich liebe Esther, und sie ist jetzt vielleicht eben erstmal im Tagesstart, weil es ja schwieriger ist, jemanden gleich für 10.000 Euro anzunehmen als für 66 Euro. Und wenn ich verkaufe ja auch am Ende vom Tagesstart oder weise auf etwas hin, wenn die Person dann dadurch was bucht, würde ich sagen, da teilen wir uns dann diese Provision zu 50%. Also von den 25%, wenn sie weiter bucht, bekäme sie dann eben 12,5%. Wirklich verfolgen und dann musst du mir eine Rechnung schreiben. Mhm. Also ich sag dir dann, wer jetzt weiter gebucht hat und du schickst mir eine Rechnung. Mhm. Aber wenn es über Digistore läuft, also eigentlich... Genau, wenn du die Person betreust, schreibst du ja keine... Also häufig hast du es ja so bei vielen Affiliate-Programmen, dass wenn du einen Kunden wirbst, der ist dir dann praktisch, der ist dir dann sozusagen angetackert. Alles, was der Kunde macht, der ist dann dein Kunde. Also das hast du halt bei vielen Affiliate-Programmen, wo es eben Upsells gibt oder andere Sachen gibt, ne? Wo es eben heißt, okay, der hat jetzt das gekauft, der ist jetzt dein Kunde. Du hast den Kunden da angeschleppt und alles, was der macht, ist dann eben deiner. Okay. Also ist halt bei vielen Sachen so. Was heißt bei vielen? Was gibt es denn da noch für Programme? Ich habe nämlich gar keine Ahnung von. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du dich da, glaube ich, auskennst, Carola, oder? Also was heißt bei dir viele Programme? Was wäre das zum Beispiel noch? Nur Produkte, also handfeste Sachen oder eben auch Trainings? Also Trainings auch. Also ich denke, ich weiß es nicht genau, also bei einigen ist es so, also bei Christian Bischoff war es auch bei einer Sache so, wo du dann halt welche eben Upsells da hattest, praktisch, wenn dann heißt, okay, der ist jetzt praktisch dein Kunde. Hab jetzt so viele Sachen da auch noch nicht gemacht in der Hinsicht, aber wie gesagt, ist es, oder auch hier von den, was hier so seit Chiripur hatte oder so, beziehungsweise die Jungs, die sich da abgesplittet haben, hier Tommy und Sven, die da Convert-Tools machen, wo es dann eben hieß, okay, das ist jetzt praktisch dein Kunde ist. Also du hast praktisch einen Kunden angeschleppt, der ist eben mit deiner ID versehen und bleibt dann dein Kunde ab. Wie viel, also die Prozente können dann ändern sich, aber der Kunde, also es eben heißt, okay, wenn jetzt das Produkt nimmt, dann kriegst du so und so viel Prozent oder das Produkt nimmt, kriegst du so und so viel Prozent. Praktisch zugeordnet. Aber, ja gut, aber das wäre dann letztendlich ja das Gleiche, wie die Anne das auch macht. Das bleibt mein Kunde, ja, ich kriege halt nur weniger Du schreibst aber keine Rechnung, weil Affiliate... Ja, das schon, aber ich glaube, da geht es halt rein um die Art, wie es dann von der Abwicklung her ist, oder? Also dass genau. du dann halt, das ist nur eine Abwicklungssache also, letztendlich. Genau. Ja. Wenn jetzt nämlich schreibe ich ihm ja eine Rechnung oder ihr, ne, angenommen... Die Kundin ist jetzt in meinem Tagesstart und ich erzähle irgendwas und sie bucht es bei mir, schreibe ich ihr nämlich selber die Rechnung. Und dann informiere ich jetzt die Esther und dann schreibt Esther mir eben die Rechnung über die 12,5% Provision. Ach so. Und wenn die Esther diese Kundin weiterhin betreut und fragt, Mensch, du, wie gefällt es dir denn jetzt beim Tagesstart bei Anne? Hat dir das was gebracht? Weißt du eigentlich, wie toll das Mindset-Training noch ist? Da lernst du das erst so richtig. Da lernst du so richtig, wie das alles funktioniert. Und dann kann die Esther ihr diesen Digistore-Link schicken zum Mindset-Training. Und dann bekommt sie automatisch auf ihr Digistore-Konto die 25% Provision. Genau, kommt sie aber ohne mein Dazutun sozusagen nach dem Tagesstart nochmal zu dir und bucht bei dir direkt, dann sind es halt diese 12,5%. Genau, wenn sie sich bei mir meldet, weil ich es öfters erwähne und per Nachricht und ich schreibe ihr eine Rechnung,
dann informiere ich dich und dann schreibst du mir eine Rechnung. Verstehe ich. Genau. Mhm. Genau. Und wenn ich nachfrage bei ihr und sage, wie läuft es bei dir, und sagt, sie hat sich angemeldet jetzt, ja, für das Mindset-Training, ja gut, dann weiß ich es ja. Und dann kann ich ja auch sagen, okay, ich habe es mitbekommen, Anne. Ja. Genau, dann meldest du dich und sagst, genau, du, die hat gesagt, und genau, schick mir mal die Rechnung, genau. Also bleibt es meine Kundin nur halt eben. Genau, das bleibt deine Ablauf. Kundin. Genau. Wenn sie über Digistore bucht, bleibt auch die 25% Provision. Mhm. Wenn sie aber über mich bucht, dann teilen wir uns die Provision. Genau. Mhm. Genau. Ja, macht das alles Sinn für euch? Ja. Ja, habt ihr noch Fragen? Hattest du noch andere Ideen, um da in die Werbung zu gehen jetzt? Du hattest uns zwar jetzt gefragt, aber hattest du noch schon was vorbereitet, wo du sagst, das wollte ich euch noch zeigen, so kann man es machen? Oder war das jetzt einfach nur so eine Überlegung? Das war genau jetzt für den Einstieg erstmal, und ihr müsstet euch dann jetzt erstmal mit diesem Digistore vertraut machen, also es da wirklich gleich anmelden, die ID suchen, die Links abspeichern und dann einfach mal in diesem Prozess überlegen, was macht das Sinn, wirklich mal eine Nacht drüber schlafen, überlegen, möchte ich das wirklich machen, und dann meldet ihr euch einfach, sobald ihr wisst, ja, das möchte ich machen, bei mir, und dann machen wir einen ersten kleinen Marketing-Zoom-Call. Da wird dann auch die Claudi dabei sein, die heute eigentlich auch mit angekündigt war, die aber wirklich über Nacht so richtig krank geworden ist. Oh. Die heute nicht dabei ist. Wer ist das? Welche Claudi war das? Die Claudi Buhl, die kennst du noch nicht. Die kommt aus dem Affiliate-Marketing. Die also hat vor vielen Jahren angefangen und hatte letztes Jahr so richtig ihren Durchbruch und lebt heute davon. Mhm. Und die macht nur Affiliate. Mhm. Ja, und mit der zusammen treffen wir uns dann einmal im Monat und oder starten zumindest. Ich weiß nicht, wie lange sie dann dabei sein kann. Und da sprechen wir mal richtig, was wir als Affiliate machen, was die wenigste Zeit in Anspruch nimmt, aber den größten Nutzen hat. Ja, oder wie du auch das mit deinen Produkten kombinieren kannst. Hast du Werbemittel? Die du anbietest? Nee, noch nichts, liebe Carola. Das wird sich jetzt alles entwickeln. Ihr seid jetzt die Ersten und wir schauen einfach, was ich brauche, was ich euch dazu zur Verfügung stellen kann. Ich habe jetzt vielleicht an Canva-Bilder gedacht, dass ihr einfach ein paar Bilder habt, dass nicht jeder jetzt zu Hause eigene Bilder machen muss. Aber ansonsten Flyer oder Aufsteller habe ich noch gar nichts. Ich meine jetzt nicht so Flyer oder Aufsteller, so, ich dachte jetzt so, oder vielleicht mal so ein kurzes Video, wo meinetwegen ein Ausschnitt ist aus irgendwie was du anbietest, also wo man praktisch sagen kann, nur ganz kurz, so, weiß ich nicht, 2 Minuten, oder was ja auch Damian Richter, der hat ja auch sowas, oder das Christian Video, Bischoff oder so. Das Video, das findest du aber auf diesem Digistore-Link auch. Ja, da bin ich immer mit einem, da begrüße ich immer mit einem Video und stelle das Produkt auch vor. Mhm. Und dieses Video von dem Marketing-Event von letztem Jahr, das darfst du nicht verwenden, oder? Was du zusammengeschnitten hast? Doch. Mit den Fotos? Ach, das so, finde ich von Damian Richter oder von... Nee, das, was in der Therme gewesen ist, was im Victory Hotel war letztes Jahr. Also meine Sachen dürfen wir alle... Doch schon, weil das finde ich nämlich auch sehr schön. Das finde ich nämlich sehr ansprechend, muss ich sagen. Ja. Also das finde ich total emotional und das finde ich sehr ansprechend. Genau, also da würde ich schauen, dass wir auch für jedes Produkt was haben, was ihr auch dazu posten könnt. Gut, ja. Aber das meiste kommt wirklich aus dieser eigenen Erzählung. Ja. Also das ist nicht so... aber ich meine, es gibt auch häufig so, weil wir kennen ja jetzt die Sachen jetzt nicht so richtig. Ein paar Sachen werden wir jetzt vielleicht dann kennenlernen, etwas, aber so alles nicht. Da gibt es ja dann meistens oder so eine Zusammenfassung oder so, woraus man sehen kann, okay, worum geht es da genau? Also was wird da... Dass man halt auch, man braucht ja ein bisschen Futter. Man muss ja auch mal, weil man kann ja nicht einfach nur sagen, oh ja, ist ein tolles Coaching oder ist ganz toll. Hm? Genau, das ist ein guter Hinweis, Carola. Zum einen bist du ja in den 2 Mindset-Trainings selbst dabei, okay? Mhm. Mhm.
Und auf jedem dieser Digistore-Links wird das Produkt erklärt. Da guckst du einfach rein. Es kann sein, dass die Videos jetzt noch nicht so richtig toll sind, dann mache ich die nochmal neu, aber auf jedem Produkt ist ein Video. Okay. Und sogar Referenzen. Also diese Landingpage ist jetzt auch noch nicht so die ultimativ beste. Also von der Qualität stehe ich überhaupt nicht so dahinter. Dies wird also auch alles noch ein bisschen verbessert, diese Verkaufsseite. Aber die ist jetzt so, wie sie ist, weil ich habe gelernt, ich soll immer rausgehen, bevor ich bereit bin, also bevor alles perfekt ist. Deswegen fangen wir jetzt einfach mit diesem Affiliate an und jedes Produkt hat eine eigene Landingpage. Und da ist immer ein Erklärvideo, da sind Referenzen, da ist wirklich für den Kunden alles drauf. Ja, auch wenn, ich bin jetzt der Meinung, es sieht total blöd aus. Vielleicht sagst du auch, ja, da hat die Anne aber recht, das sieht ja total einfach aus. Aber das ist jetzt einfach so. Ja, das nehmen wir jetzt so hin. Du kannst. Nee, das finde ich gar nicht schlimm. Also ja? Ich finde Hauptsache, man muss wirklich wissen, worum es eigentlich geht. Auch wenn man jetzt mit irgendjemandem ins Gespräch kommt und der fragt was. Und wenn man denn dann nur rumeiert und kann so gar nichts sagen, dann ist es gut, weil dann ist man irgendwie nicht glaubbar. Ja, genau, aber das kriegst du ja mit in dem Tagesstart. Ja, also wenn du dich dafür entscheidest, kommst du sofort in meinen Tagesstart, Montag bis Freitag, 8.30 Uhr, da kannst du dir alle Videos anschauen. Dann kommst du ins große Mindset-Training, das ist immer am Dienstag 20 Uhr. Und dann kriegst du mit, wie ich arbeite. Und dann arbeiten wir ja auch gemeinsam mit dem Affiliate Zoom Call, das ist Marketing, dann kriegst du mit, wie ich Marketing mache. Und dieses Tagesstart, kann man sich das auch als Aufzeichnung ansehen? Weil ich habe leider noch einen Hamsterrad-Job. Genau. Ich arbeiten um die Zeit. Da sind über 300 Videos drin, da kannst du, wenn du von Arbeit kommst, anschauen, was du willst. Ja, aber ich kann nicht um 8.30 Uhr. Nein, musst du nicht. Das ist nur ein Angebot, dass du live dabei sein kannst oder du schaust es dir später an. Okay. Nee, ist super live, aber wie gesagt, da muss ich arbeiten. Das ist mein Problem. Irgendwann hoffe ich das nicht mehr, dass ich das auch schaffe, von der Affiliate zu leben, aber ja. Genau, also das ist das Ziel für alle, die in einem blöden 0815-Job stecken, dass sie da wirklich rauskommen, dass sie mit vielleicht diesem Affiliate-Programm einen Einstieg haben und sich von der Arbeit verabschieden können, die nicht so schön ist, um sich dann auch ein eigenes Business aufzubauen. Genau. Genau, ihr Lieben. Dann danke ich euch für euer Dabeisein und ich freue mich auf alle, die sich dann einfach bei mir melden und sagen, Anne, schick mir die Links, ich bin dabei.